im Sommer 1981. Prominenter Besuch reist in die Rheinmetropole. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ein Mann auf dem Weg zu diskreten Geschäften. Zum wiederholten Male. Der 76-Jährige hat wertvolle Gemälde versteigern lassen. Anonym, still und heimlich. Wohl jüdische Notverkäufe aus der Nazizeit. Niemand ahnt von der konspirativen Geldübergabe. Gesamtwert des Bargeschäfts rund 1 Million D-Mark. Verwendungszweck ein geheimes Liebesabenteuer. Es ist Albert Speer, Hitlers Freund, Architekt und Rüstungsminister. Wenn die Richter beim Nürnberger Prozess schon gewusst hätten, was wir heute über Speer wissen, wäre er sicher auch hingerichtet worden. Der verurteilte Kriegsverbrecher macht noch einmal späte Kasse. Die Dokumente, die jetzt vorliegen, die würden ihm natürlich das Todesurteil eintragen, das ist ganz klar. Albert Speer, Meister der Täuschung. Nach dem, was wir heute alles wissen, wäre Speer in Nürnberg mit Sicherheit zum Tode verurteilt worden. Albert Speer schafft ab 1933 einen kometenhaften Aufstieg in Hitlers Schreckensregime. Der erst 28-jährige Architekt wird zum Favoriten und Handlanger des verkappten Baumeisters. Dankeschön. Das, was Sie hier gesehen haben, ist eigentlich erst ein Anfang einer ganz großen Anlage, die im Laufe der nächsten Jahre entstehen wird. Das Reichsparteitagsgelände in Nürnberg ist Speers erster Großauftrag. Er entwirft die Kulissen der Verführung und wird Chefdekorateur für Hitlers monumentales Blendwerk. Nur wenige genießen so viel Nähe zum Diktator wie sein Architekt. Hätte Hitler einen Freund gehabt, ich wäre es gewesen, wird Speer später sagen. Der Tyrann fördert und fordert seinen aufstrebenden Zögling. 1937 betraut er Speer mit der Umgestaltung Berlins. Der inzwischen zum Professor ernannte verantwortet die, wie er sagt, größte Bauaufgabe aller Zeiten. In Rekordzeit errichtet er die neue Reichskanzlei, das protzige Prunkstück Hitlers. Dem Diktator liefert sich der ehrgeizige Manager aus, um jeden Preis. Hitler war der Teufel. Hitler war der Teufel. Zumindest das Teuflischste, was die Menschheit je hervorgebracht hat. Und Speer schloss einen Pakt mit ihm. Er muss erkannt haben, dass Hitlers Programm nicht gerade vollkommen war. Aber es war eine Riesenchance für Speer. Und er war bereit, sie beim Schopfe zu packen. Albert Speer wird zum willigen Helfer Hitlers. Der Generalbauinspektor verwirklicht die irrwitzigen Projekte nach Ideen des Führers, wie es heißt. Der Baumeister des Größenwahns soll aus Berlin Germania machen. Es sollte selbst die Bauten der Pharaonen in den Schatten stellen. So hätte es ausgesehen in Hitlers und Speers Welthauptstadt. Seinen Erfolg feiert der Star-Architekt des Dritten Reichs auf dem Rücken zehntausender Juden. Für den Stein gewordenen Terror muss Speer Platz schaffen. Über 50.000 Wohnungen fehlen, Judenfamilien müssen weichen. Die sogenannte Entjudung Berlins hat auch der Historiker Heinrich Schwendemann beleuchtet. Er zweifelt nicht an Albert Speers Schuld. Das Verhältnis zur SS, das ist der entscheidende Faktor für mich. Die Speerbehörde hat vorgegeben, wir brauchen die und die Wohnungen und diese Juden, Berliner Juden, wurden dann deportiert. Also das war Zusammenarbeit, Kooperation und ich kann mir nicht vorstellen, dass Speer davon nichts gewusst hat. Es ist völlig unmöglich. Albert Speers Rücksichtslosigkeit führt Tausende in die Konzentrationslager und in den sicheren Tod.
Dem Paladin scheint jedes Mittel recht, seine ehrgeizigen Ziele zu erreichen. Wie er das Konzentrationslagersystem seit 1937 für seine Zwecke eingespannt hat. Dass er sogar die Konzentrationslager aus seinem Etat finanziert hat. Wir wissen von zwei Konzentrationslagern, Standorten, die er persönlich ausgesucht hat. Er hat da überall seine Finger drin gehabt. Seit dem Einmarsch in Paris 1940 plündert die Nazi-Elite auch die besetzten Gebiete. Wer in Hitlers Nähe Geltung erhält, häuft ein enormes Vermögen an. Auch Speer wird im Verlauf des Krieges Millionär und sammelt frühzeitig Gemälde. Bis zum Kriegsende entbrennt der größte systematische Beutezug der Geschichte. Kunstraub und Sammelwahn von Speer und Co. Das Spezialgebiet des US-Historikers Jonathan Petropoulos. Die wahren Eigentümer der Werke gehen unter. Für Speer spielte es keine große Rolle, ob sie von jüdischen Sammlern stammten. Er ging nicht so derb vor wie Göring. Das war nicht sein Stil. Er war viel raffinierter. Solange die Bilder legal arisiert waren, also durch ein Auktionshaus oder einen Händler reingewaschen, war es Speer wohl ziemlich egal. Der ist in Sachen Kunst inzwischen einer der größten Auftraggeber und bedient sich auch bei Hitlers Chefeinkäufer. Karl Haberstock gilt als nicht wählerisch bei der Herkunft seiner Objekte. Ab 1938 kauft Professor Speer 6 Werke der Frühromantik bei dem Galeristen, darunter eine italienische Landschaft von Jakob Philipp Hackert sowie Arnold Böcklins Landschaft aus den Pontinischen Sümpfen. Stammen die Werke aus jüdischen Notverkäufen? Speer als einer der führenden Köpfe der deutschen Wirtschaft wusste genau, was los war. Bei seinen Privatkäufen auf eigene Rechnung war ihm klar, dass seine Kunstwerke aus jüdischen Sammlungen stammen mussten. Da kann er keine Zweifel gehabt haben. Im Februar 1942 läuft die Kriegsmaschinerie auf vollen Touren. Da schlägt Speers große Stunde. Er wird Rüstungsminister und erringt bald eine einzigartige Machtfülle. Nun ist der Architekt nicht mehr der unpolitische Künstler, wie er später gerne behaupten wird. Albert Speer zählt mittlerweile zu den allgewaltigen Technokraten dieses Krieges. Er war einer der ganz Großen. Nicht? Also er partizipierte an einer Macht, die zeitweise fast ganz Europa beherrschte. Ich erinnere nur immer, wie er also mit so kleinen Würstchen überhaupt nicht sprach. Nicht? Also mit so einem hat er überhaupt nie ein Wort geredet. Also er war in seiner Machtfülle auch enorm arrogant. Auch auf dem fremden Feld beweist der Architekt Kunstfertigkeit. Der geschickte Organisator steigert sogar in Zeiten hoher Kriegsverluste die Produktionszahlen. Hitlers einstige Muse wird zu einer Art Rüstungsdiktator. Wer so viel Macht anhäuft, der kann nicht abseits stehen bei den Verbrechen. Zu Kriegsende waren zwischen 1500 und 2000 Außenlager mit KZ-Häftlingen bei Industriebetrieben, bei den Untertageverlagerungsprojekten des Rüstungsministeriums und so weiter und so fort. Also Speer hat die SS, das Konzentrationslagersystem, in sein Rüstungsimperium eingegliedert. Sein Rüstungswunder gelingt nur durch den gnadenlosen Einsatz von KZ-Häftlingen und Zwangsarbeitern aus den besetzten Gebieten. Für Hitlers Günstling sind sie lediglich Verfügungsmasse zur Stärkung der deutschen Kriegswirtschaft. Der Diktator verfügt in Speer über ein wirkungsvolles Werkzeug. Er war nicht nur ein Mitwisser, er war ein Beteiligter, er wusste das. Er war ein Verbrecher, größer als alle anderen, mit Ausnahme vielleicht von Himmler. In den letzten Kriegstagen verlässt der Minister noch einmal das zerstörte Berlin. Sein Ziel, der Landsitz seines Freundes in Brandenburg. Albert Speer auf verdeckter Mission.
Der Umbau von Gut Sigrön ist einst der erste Auftrag des jungen Architekten gewesen. Für Robert Frank, einen Vertrauten der Familie. Er bewahrt Speers Geheimnis. Seit Jahren lagert hier dessen wertvolle Bildersammlung. Die Gemälde drohen in die Hände des Feindes zu fallen und gefährliche Fragen nach jüdischem Eigentum zu provozieren. Höchste Zeit, die rund 30 Gemälde in Sicherheit zu bringen. In der Nacht zum 23. April 1945 überzeugt sich Speer persönlich vom Abtransport. Albert Speer war ein Teil der korrupten Nazi-Elite. Das waren Plünderer. Und Speer war einer von ihnen. Ich wusste, dass er eine Menge Kunst gesammelt hatte. Nach Kriegsende kursierten Gerüchte, seine Sammlung sei verschollen. Das erschien glaubhaft, wie so viele von Speers Mythen. Tatsächlich aber schlummert die verschollene Sammlung nun in der Commerzbank Hamburg. Auf den Namen Robert Frank. Gerade rechtzeitig, zwei Wochen vor der Kapitulation Hitler-Deutschlands. Nach Gemälden des unbekannten Treuhänders fahndet niemand. Albert Speers persönlicher Clou. Er war ein Überlebenskünstler. Und ein Opportunist. Speer war höchst geschickt im Manipulieren von Menschen. Und seine Kunstsammlung ist dafür das beste Beispiel. 1946 dann der Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher. Das Gericht der Alliierten zeigt sich beeindruckt von Albert Speer. Er vertuscht jede Mitwisser- und Täterschaft, verschweigt bedrohliche Fakten, hebt günstige hervor und belastet alte Weggefährten. Was war die Entscheidung Hitlers? Die Entscheidung war ein unbrauchbarer Kompromiss, wie oft bei Hitler. Die Mitangeklagten, die haben ja mit größter Wut gesehen, wie der Liebling des Führers, auf den sie alle so neidisch waren, wie der jetzt seinen Kopf aus der Schlinge zieht. Albert Speer räumt als einziger eine Generalverantwortung ein, ohne aber persönliche Schuld für die Kriegsverbrechen zu übernehmen. Albert Speer. Ein wahrer Drahtseilakt. Nicht schuldig. They fell for it. Sie sind auf ihn reingefallen. Er gab sich reumütig und die anderen eben nicht. Das hat ihn wohl gerettet, sonst wäre er gehängt worden. Speers Täuschungsmanöver erspart ihm den Strang und bringt ihm 20 Jahre Haft in Spandau ein. Der Sträfling Nummer 5 verschwindet aus dem Fokus der Öffentlichkeit. 3 Jahre nach Kriegsende erhält Speer plötzlich Besuch. Ein US-Verhörexperte interessiert sich für seine Bildersammlung. Als Fragesteller ist eines klar. Du musst dir bewusst machen, dass dein Gegenüber dir vielleicht etwas vorgaukelt. Gerade dann, wenn seine Aussagen wahrhaft wirken und ehrlich klingen. Ich hatte eine kleine Sammlung deutscher Romantiker des 19. Jahrhunderts. Nach 1937 erwarb ich keine Gemälde mehr. Speer gibt sich freimütig, doch seine Aussage ist eine glatte Lüge. Tatsächlich hatte er sich bis 1940 bei Hitlers Chefeinkäufer Haberstock bedient. Speer verschleiert sein Portfolio mit den Hackert- und Böcklin-Gemälden. Kurz nach Speers Verhör löst sein Treuhänder die versteckten Gemälde bei der Hamburger Commerzbank aus. Klammheimlich. Speer ahnt nichts vom Verschwinden seiner knapp 3 Dutzend Gemälde. Doch bald entbrennt ein heftiges Zerren um den Kunstschatz. Robert Frank hat es inzwischen nach Mexiko verschlagen. Auf Nachfrage will er vom Verbleib der Sammlung nichts wissen, wie er einem Speer-Vertrauten schreibt. Die Bilder, die nach Hamburg gebracht werden sollten, sind zu 2/3 gestohlen. Wir haben mit diesen Sachen große Schwierigkeiten gehabt, weil ein Teil aus jüdischem Besitz ist.
In seiner Spandauer Zelle ist Speer zur Untätigkeit verdammt. Der Täuscher ist nun der Getäuschte. Gegen seinen Freund Robert Frank hat Albert Speer nichts in der Hand und hält still. Nach meiner Freilassung fürchtete ich eine öffentliche Resonanz, wenn ich versuchen würde, eine wertvolle Gemäldesammlung in meinen Besitz zurückzuführen. Berlin-Spandau, 1. Oktober 66. Der Kriegsverbrecher Albert Speer ist ein freier Mann, nach 20 Jahren Haft. Zeit genug, seine Legende zu spinnen. Viele sind gespannt auf einen der letzten Kronzeugen aus Hitlers Schreckensregime. Er hat Tagebücher geführt, er hat Kassiba rausgeschmuggelt. Ich meine, das ist doch aktive Arbeit für danach. Und er kommt raus, 66, und wo steht er? Vor einem Haufen von Mikrofonen. So war es doch. Er war präpariert, er wusste das. Und Leute, die ihn da begleitet hatten, Verleger oder Journalisten, die haben ja da auch schon mitgearbeitet. Die haben ja schon gewusst, mit ihm kann man hinterher Geld verdienen. Der Stratege Speer hat bereits einen hochdotierten Buchvertrag in der Tasche. Er ist sich seiner Wirkung in der Öffentlichkeit bewusst. Sie sehen ja an meinem Zustand, dass ich nach 20 Jahren noch verhältnismäßig gut aussehe. Ja. Sein Status war einzigartig. Er galt als Ehrenmann, der gute Nazi, und wusste das zu nutzen. Jeder wollte ein Interview mit ihm. Und so erhärtete sich sein Ruf als einzig Guter unter lauter Schurken. Die Medien lechzen nach Speers Mythen. 6 Wochen nach seiner Entlassung gibt er ein Exklusivinterview für 50.000 D-Mark Honorar. Die Gelegenheit, seine Version des Geläuterten zu strapazieren. Die Bürde, die mir die ungeheuren Verbrechen auferlegten, werde ich nicht los. Hitlers Rüstungsminister kokettiert sogar mit einem Plan zur Ermordung Hitlers, wie er sagt. Attentate haben ja, wenn sie nicht gelingen, einen starken Stich ins Lächerliche. Deshalb habe ich die Attentatspläne gegen Hitler im Nürnberger Prozess nur kurz erwähnt. Albert Speer, verhinderter Retter der Nation? Oder einfach ein Blender? Schon 1946 vor Gericht kam er damit durch. Wollten Sie das Attentat selbst durchführen? Warum scheiterte diese Ihre Absicht? Ich möchte über die Einzelheiten hier nicht weiter mich ausführen. This is part of his... Das war Teil seiner Selbstdarstellung. Speer erzählte, wie er im Januar 1945 Giftgas in den Luftschacht des Führerbunkers leiten wollte, aber keine Leiter fand, um es über die Mauer zu schaffen. Ein einstiger Rivale bemerkte dazu nur, der zweitmächtigste Mann des Dritten Reiches findet keine Leiter. Wenn er wirklich Attentatspläne, handfeste, manifeste Attentatspläne gegen Hitler gehabt hätte, warum zieht er nicht einfach die Pistole und erschießt den Diktator? Jahrelang feilt Albert Speer an seiner Biografie. Der elementare Baustein zur Rehabilitierung. Unermüdlich übernimmt Hitlers Architekt Verantwortung, aber keine persönliche Schuld. Ein Vorabdruck seiner Memoiren ist der Zeitung Die Welt 600.000 D-Mark wert. Das galt damals als echte Sensation. Dieses Buch war einzigartig. Bis heute. Speer als der Insider enthüllte Intimes von Hitler und Konsorten. 1969 schießen die Erinnerungen Speers an die Spitze der Bestsellerlisten. Die Massenverbreitung seiner Reue wird zu einem der erfolgreichsten Bücher nach dem Krieg. Speer glückte die Legendenbildung für seine Rolle im Dritten Reich. Seine Memoiren verschafften ihm den Vorteil, sich als idealistisch, rechtschaffen und uneigennützig darzustellen. Hitlers Minister wird noch einmal wohlhabend.
und erwähnt nichts, was seinen Ruf als guter Nazi gefährden könnte. Zu seinem letzten Besuch in Sigrön kurz vor Kriegsende fällt ihm nur lapidar ein: Ohne Sinn und Zweck entschloss ich mich, für eine Nacht jenen Gutshof bei Wilsnack aufzusuchen. Ohne Sinn und Zweck. Tatsächlich rettet Albert Speer in jener Nacht seine wertvollen Gemälde vor den Alliierten. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Der Geheimniskrämer erinnert sich auch in Zukunft äußerst selektiv. Man wollte so einen großen Täuscher, so einen Blender. So genau wollte man das nicht wissen. Die geschickte Täuschung war das, was gefragt war. Speer ist allzu bereit, immer wieder den reuigen Büßer zu geben. Auch mit Hilfe seines Ghostwriters Joachim Fest, der gerade selbst an einer Hitler-Biografie schreibt und den Kronzeugen braucht. Hitler hat es verstanden, die Dinge, die er vorbereitete, geheim zu halten. Es hätte mir nicht unbemerkt bleiben dürfen, wenn ich nicht gedankenlos in den Tag gelebt hätte und mich in meine Baupläne geflüchtet hätte. Ich fühle mich für Auschwitz noch heute mitverantwortlich. Mit Verantwortung, ja. Wissen oder gar mit Schuld an den Gräueltaten, bloß nicht. Albert Speer, der zur Elite zählte, der ganz, ganz wichtige Posten innehatte, und er wusste nichts. Das gab genau die Folie für viele Deutsche aus dieser Generation. Ja, wenn der nichts wusste, wieso denn ich? Ja, ich schon gleich gar nicht, gell? Ich war ja ein kleines Licht im Vergleich dazu. Also das passte gut in die Geschichte rein. Doch 1971 gerät Albert Speers Saubermann-Image in Gefahr. Seine Glaubwürdigkeit bekommt Risse. Historiker bezichtigen ihn, in Posen eine berüchtigte Rede gehört zu haben. Der Beweis, dass Speer vom Holocaust wusste. Heinrich Himmler, hier in Quedlinburg, lässt im Oktober 1943 vor den Reichs- und Gauleitern keinen Zweifel daran, was künftig mit den Juden geschehen soll. Es musste der schwere Entschluss gefasst werden, dieses Volk von der Erde verschwinden zu lassen. Albert Speer behauptet stets, vor Himmlers Rede abgereist zu sein. Dabei hatte dieser ihn persönlich angesprochen. Natürlich hat das mit Parteigenossen Speer gar nichts zu tun. Sie können gar nichts dazu. War er nun bei Himmlers berüchtigter Posenrede anwesend oder nicht? Er verwendete später enorm viel Energie darauf zu beweisen, dass er nicht dabei war. Und dann hieß es, er war zwar da, reiste aber vor der entscheidenden Passage ab. Da begann es schon zu bröckeln. Hitlers Architekt sieht sein Lügengebäude einstürzen. Verzweifelt sucht er alte Weggefährten, die seine Version stützen können. Dem Erinnerungsvermögen eines Untergebenen hilft Speer auf die Sprünge, notfalls mit sanftem Druck. Um Ihnen die Mühe zu ersparen, schicke ich Ihnen kurzerhand einen Entwurf für eine eidesstattliche Versicherung. Natürlich will ich Sie damit nicht beeinflussen. Das ist eine Stiftung zum Meineid, weil jeder der wirklich kundigen Leute wird heute abstreiten, dass Speer bei der Rede Himmlers nicht dabei war. Und das ist für mich einer der ganz entscheidenden Punkte, die auch den Charakter Speers zeigen. Auch davor hat er nicht zurückgeschreckt. He managed to shrug it off. It's amazing. Er konnte das abschütteln. Unglaublich. Ronald Reagan galt auch immer als ein solcher Teflon-Mann, wie Albert Speer. An ihm blieb einfach nichts haften. Im Kloster Maria Lach sucht Albert Speer regelmäßig Trost und Seelenheil. Der Erhalt seines Selbstbildes kostet enorme Energie. Bei den Benediktinermönchen findet Speer Kraft und Ruhe. Pater Athanasius Wolf wird ein enger Vertrauter des schuldbeladenen Kriegsverbrechers. Er hat mir einmal gesagt, wissen Sie, Pater Athanasius,
Ich verstehe, wenn Menschen mit mir nicht reden wollen, weil ich vieles nicht gesagt oder falsch gesagt habe. Ich verstehe, wenn Menschen mir nicht die Hand geben wollen, weil ich gefehlt habe. Aber ich hoffe, es gibt so etwas wie Vergebung Gottes. Und da kam der Gottesname auf einmal ins Gespräch. Albert Speer flüchtet in die Religion. Wunsch nach Erlösung. Sein Seelsorger erinnert sich an eine gespaltene Persönlichkeit. Judenmorde, Vernichtung durch Arbeit. Die Gräueltaten scheinen an Speer zu nagen. Er wollte sagen, ich habe es nicht gewusst. Und gleichzeitig hat er offen gesagt, wenn ich es gewusst hätte, dann hätte ich nicht handeln können. Also habe ich es verdrängt, um handeln zu können. Das heißt also auch diese Ambivalenz, dass er im Bekenntnis zugleich das Bekenntnis zurückgenommen hat. Zeitlebens bleibt Albert Speer Gefangener seiner Selbstverteidigungsstrategie von Nürnberg. Er lebt allein in der Vergangenheit. He had a cold marriage. Er führte eine frostige Ehe. Ich habe nicht den Eindruck, dass er enge Freunde hatte. Speer pflegte also weder leidenschaftliche Liebe zu Frauen noch wahre Männerfreundschaften. Er war ein Einzelgänger. Menschliche Nähe scheint der einstige Kriegsminister nicht zuzulassen. Speer wird in Heidelberg nie wieder heimisch. Ich trat in das Haus hinein und es war ein Gespensterhaus. Das Gefühl, hier lebt niemand. Seine Frau ist mir zweimal begegnet im Vorübergehen. Ich bin ihr nie vorgestellt worden. Er hatte kein familiäres Zuhause. Die Ehe wirkt für den sechsfachen Familienvater wie isolationshaft. Ende der 1970er Jahre beichtet Speer seiner Frau Margarete eine Affäre. Das muss für die Frau wirklich der tödliche Schlag gewesen sein eigentlich. Und wieder typisch Speer, er empfindet Liebe und steht wieder im Mittelpunkt, ja, nimmt keine Rücksicht auf die Leute, die die ganze Zeit zu ihm gehalten haben. Im Spätherbst des Lebens genießt der 75-Jährige nun regelmäßig sein stilles Glück. Die glühende Verehrerin des Schriftstellers ist Deutsch-Engländerin, eine verheiratete, zweifache Mutter und nur halb so alt wie Speer. Er hatte seine Karrieren gemacht, er hat seinen guten Ruf wiederhergestellt, er hatte alles wieder gewonnen, was er für notwendig hielt. Da konnte er auch mal weich werden. Und da öffnet er sich und kann einer Frau auch normal begegnen. Das war für ihn natürlich wie ein Wunder. Auch das hat er noch erlebt. Die Öffentlichkeit weiß von Speers Geheimnis ebenso wenig wie von seiner versteckten Bildersammlung. Mexiko-Stadt, 1978. Hier hatte Speers Treuhänder Robert Frank mit Frau einige Jahre gelebt. Nach dem Tod der Eheleute reist ihr Nachlassverwalter in die Metropole auf der Suche nach Verwertbarem. Ich habe gewusst, dass in Mexiko bei einem Lagerhaus Antiquitäten lagerten. Und da weiß ich, dass Frau Frank jedes Jahr Geld überwies. Was aber im Einzelnen sich dahinter versteckte, wusste ich nicht. Ich wusste, dass die Franks vermögende Leute waren. In dem Lagerhaus hatte Speers Freund die verschollene Sammlung versteckt. Mitte der 50er Jahre. Da standen alles so eingepackte Dinger, was Gemälde hätten sein können. Und es waren Gemälde. Und dann hieß es, also, was machen wir jetzt mit den Gemälden? Der Anwalt schafft sie nach Königswinter nahe Bonn, wo auch die Franks ihren Lebensabend verbracht hatten. Er deponiert sie zunächst in seiner Garage. Günther Hank zieht den Fachmann eines Kölner Kunsthauses zu Rate. Möglicher Wert und Herkunft der Objekte ungewiss. Der Experte erkennt sogleich den unverhofften Schatz. Rasch versichert er die Werke und bestellt einen LKW.
wie der nach Günnis Winter kam, der war so hoch überrascht, wie der in der Garage von mir diese Bilder sah und sagt, die Donnerwetter, das sind auch tolle Sachen. Das sind ganz tolle Sachen. Die holen wir nach Köln ins Haus Lemperts und bringen sie dann zur Versteigerung. Die Gemälde sollen schon den nächsten Katalog des Auktionshauses zieren. Geschätzter Gesamtwert 2 Millionen D-Mark. Doch der junge Geschäftsinhaber Henrik Hahnstein stoppt den Verkauf kurzfristig. Ein Mitarbeiter hat dann irgendwann Bedenken bekommen, da sind etliche Bilder so gerahmt, wie ich es eigentlich just aus der Nazizeit kenne, von irgendwelchen Galerien in Berlin. Und daraufhin haben wir uns das wichtigste Bild der Sammlung sicherlich, das Bild von Böcklin, die Campagna-Landschaft, vorgenommen. Und im Werkverzeichnis galt das Bild als verschollen. Und der Werkverzeichnisbearbeiter hat gesagt, ja tatsächlich, das ist in der Tat das Bild. Und es ist eben scheinbar dann doch nicht verbrannt, aber es ist von Albert Speer. Im Februar 1979 reisen Hahnstein, Hank und Speers Anwalt nach Heidelberg. Sie wollen die Sammlung mit Hitlers Rüstungsminister aufteilen. 34 Jahre nach Kriegsende. Ich hatte Hosenflattern. Ich war 29 Jahre alt, erst kurze Zeit im Kunsthandel tätig. Und für mich hat der Geschichtsunterricht bei Bismarck aufgehört, wie für die meisten meiner Generation. In meinem Elternhaus wurde nicht über viel über die Nazizeit gesprochen. Der einstige Minister reagiert gespalten, dass ihm seine Sammlung so unverhofft zufällt. Speer bangt um seinen Ruf und drängt auf eine diskrete Einigung. Nun liegt es an den Anwälten, den wahren Eigner zu bestimmen. Sie können mir nicht nachweisen, dass die Bilder tatsächlich sauber beim Speer gewesen sind. Ich kann Ihnen nicht nachweisen, dass die Franks die Bilder gekauft haben irgendwo. Machen wir halbe halbe. Wir haben nach Wert aufgeteilt, also man hatte sich geeinigt auf halbe halbe, um Frieden zu haben, um keine Publizität zu haben. Er hat den Herzinfarkt hinter sich, also weitere Aufregungen waren nun gerade auch nicht förderlich. Die rund 30 Werke der Frühromantik kommen bald unter den Hammer. Robert Franks Erben versteigern ihren Anteil im Frühjahr 81 auf einen Schlag. Albert Speer nach und nach und auf seinen Wunsch anonym. Raubkunstexperten wie Stefan Koldehoff halten den schleierhaften Umgang mit Speers geheimer Sammlung für äußerst dubios. Hätte 1981 im Auktionskatalog bei Lemperts der Name Albert Speer als Vorbesitzer gestanden, dann hätte das sicherlich Auswirkungen auf den Verkauf haben können. Es hätte mit Sicherheit Leute gegeben, die damals schon gewusst hätten, vielleicht mindert das den Preis, vielleicht gibt es irgendwann mal eine Rückgabeforderung, vielleicht lässt sich das Bild nicht wieder weiterverkaufen. Also ich halte das schon für eine ganz ausgewiesene Taktik, dass der Name Speer 81 verschwiegen wurde. Im Auktionskatalog ist die Herkunft der Gemälde nicht ausgewiesen. Privatbesitz, heißt es. Der Name Haberstock, Hitlers Chefeinkäufer und Speerlieferant, Fehlanzeige. Jüdische Provenienz, höchstwahrscheinlich. Speers Täuschung, erfolgreich. Jede Galerie, jedes Auktionshaus, die Besuch von Albert Speer bekommt, der Bilder anbietet, hätte dringend nachfragen müssen, wo kommen die her, was können Sie uns zur Herkunft sagen, sind Sie rechtmäßige Eigentümer dieser Bilder, handelt es sich nicht vielleicht um NS-Raubkunst? Ich persönlich bezweifle, dass sowas geschehen ist für jedes einzelne Bild. Das sind nämlich Untersuchungen, die dauern manchmal bis zu einem halben, dreiviertel Jahr für ein einziges Werk. Und wir reden von mehreren Dutzend bei Albert Speer. Von seinen Geschäften soll niemand erfahren. Regelmäßig besucht Hitlers Liebling nun die Domstadt. Still und heimlich. Im Auktionshaus behandelt man die Sonderwünsche des diskreten Kunden zuvorkommend. Nur einige Mitarbeiter lässt er als Zeugen zu. Keine Quittungen, keine Unterschriften, reine Barauszahlung. Speers Meisterstück der Konspiration. Etwas Spielgeld kommt dem Kriegsverbrecher gerade recht. Die Gesamtsumme war so etwas von 1 Million D-Mark. Wo das ganze Geld geblieben ist, weiß ich nicht. Es gab dann später eine Nachfrage der Witwe, gibt es dann nicht noch Erlöse? Und wir dann sagten, nein, das ist alles ausgekehrt worden. Hier haben wir die Bescheinigungen. Und
Irgendwie konnten wir es uns dann erklären, cherchez la femme, als wir erfuhren, dass er in England ja noch eine Liaison hatte. London, 1. September 81. Heimat der geliebten Albert Speers. Hitlers Architekt verbindet das Angenehme mit dem Nützlichen. Die BBC hat ihn extra für ein Interview eingeflogen. Sein letztes. Ausgerechnet zum Thema Nazi-Kunstraub. Über den Kunstdiktator Hitler und dessen Sünden weiß Albert Speer einiges zu berichten. Die anschließende Einladung zum Mittagessen lehnt er ab. Anderweitige Verpflichtungen. Typisch Speer. In einem Hotel hat er sich unter falschem Namen eingemietet und erwartet sein Liebesabenteuer. Der 76-Jährige genießt seinen zweiten Frühling. Gegen 17 Uhr ruft die Geliebte nach einem Notarzt. Ihr Begleiter reagiert nicht mehr. This is obviously in jeder Beziehung war das ein glücklicher Unfall für Speer. Man könnte gar von einem schönen Tod sprechen. Natürlich nicht aus ihrer Sicht. Aber dass er sowas noch mal erleben durfte in der Endphase seines Lebens, es gibt schlimmere Wege abzutreten. Ganz schön knifflig. In der Notaufnahme verstirbt der Kunstliebhaber am Abend nach einer Hirnblutung im Beisein seiner Affäre. Sein Lügengebäude hat bis zum Tod Bestand. Er ist halt ein Glückskind. Er ist, also es gibt Pechmarie und Goldmarie, und er ist die Goldmarie, ganz einfach, wie im Märchen. Alles, das gelingt dem, wo er hinlangt, da klappt die Sache. Ja? Also auch wird er nicht gehängt, sondern kriegt nur die 20 Jahre und hat eine nächste Karriere. Verliebt sich auch noch auf die alten Tage. Also alles ist glänzend verlaufen. Hitlers Favorit ist es bis zuletzt gelungen, sich als unwissend, unschuldig, anständig zu inszenieren. Albert Speers wahre Lebensleistung. Er hatte Riesenglück, dass seine persönliche Beteiligung an der Judenverfolgung jahrzehntelang im Dunkeln blieb. Als das ans Licht kam, bröckelte die Fassade. Der junge Doktorand Matthias Schmidt enthüllt schon bald den Mythos Speer. Dessen engster Mitarbeiter Rudolf Wolters gewährt tiefe Einblicke in sein Archiv und liefert den Beweis für Speers Beteiligung an der Vertreibung der Berliner Juden. Damals hatte Wolters penibel Buch geführt. Chronik einer systematischen Vernichtung. Insgesamt wurden erfasst 23.765 jüdische Wohnungen. Die Zahl der umgesiedelten Personen betrug 75.000. Rudolf Wolters hatte später die für seinen Chef bedrohlichen Passagen gestrichen. Auf dessen Anordnung. Ich schlage vor, die entsprechenden Seiten existieren nicht mehr. Ich las das und wusste, ich bin einer Riesenfälschung auf der Spur. Ich bin nach Berlin gefahren und habe da neu angefangen. Komplett neu, und damit entstand das neue Bild Speers. Nun ist klar. Die Neugestaltung Berlins zur Welthauptstadt Germania hatte Albert Speer auf Kosten der Juden betrieben. Zu allem bereit für den Bau von Hitlers Luftschlössern. Nach Speers Tod sind Historiker dahinter gekommen, welche Schlüsselrolle er gespielt hat bei der Deportation Berliner Juden während des Krieges. Als Generalbauinspektor hat er Tausende von ihnen vertrieben. Die meisten wurden umgebracht. Für mich war das der Startschuss zur Reise mit der Endstation Auschwitz, als die Juden aus ihren vier Wänden geschmissen wurden. Zeitlebens hatte Hitlers Rüstungsminister sein Wissen um die Vorgänge in Auschwitz und anderen Konzentrationslagern geleugnet. Nach seinem Tod ergibt sich ein völlig anderes Bild.
Dokumentenfunde beweisen, dass Speer über Auschwitz Bescheid wusste. Eines zeigt, dass seine Behörde über 13 Millionen Reichsmark in den Ausbau von Auschwitz gesteckt hat. Speers Aufstieg basierte auf der Holocaust-Lüge. Für seinen Aufstieg hatte Speer den Tod von tausenden Juden und Zwangsarbeitern in Kauf genommen. Was also bleibt von dem vermeintlich guten Nazi? Den guten Nazi gibt es nicht. Und wenn es ihn gegeben hätte, Albert Speer sicherlich nicht. Dafür hat er viel zu viel verbrochen. Also ich darf noch mal daran erinnern, dass Millionen hier der Zwangsarbeiter, der allergrößte Teil, war in sein Rüstungsimperium integriert. KZ-Häftlinge, etwa 700.000 insgesamt, die Ende 44 am Leben waren. Etwa eine halbe Million arbeitete für Speer. Ja? Also das sind die Fakten. Im Jahr 2006 versteigert ein Kölner Auktionshaus eine frühromantische Landschaft von Jakob Philipp Hackert. Als Provenienz erscheinen im Katalog nur die Namen Haberstock und Lempertz. Ein jüdischer Händler aus London zahlt 430.000 Euro und drängt sofort auf Rückabwicklung, als er den wahren Vorbesitzer erfährt, Albert Speer. Nach 25 Jahren lüftet sich auch dieses Geheimnis. Ich wusste von dieser Bildersammlung nichts, aber es passt natürlich wieder ein weiteres Mosaiksteinchen in dem großen Schweigen. Also er ist ein unglaublicher Trapezkünstler, was Schweigen angeht. Darf einen eigentlich überhaupt nicht wundern, dass er auch da noch, also in Sachen Kunstraub, ja, mit drin verstrickt war. Albert Speer ist mit der Manipulation seiner Biografie ein wohlhabender Mann geworden. Er wird seinen Platz in den Geschichtsbüchern finden, als Täter und Trickser. He was a very skilled liar. Er war ein sehr geschickter Lügner, ein wahrer Täuscher und Geheimniskrämer. Er wäre ein famoser Pokerspieler gewesen. Es wird immer gesagt, dass Albert Speer mit der Wahrheit gerungen hat. Ich streite das ab. Speer hat mit sich selbst gerungen. Und zwar immer jeden neuen Tag. Wie kann ich mich jeden neuen Tag so darstellen, dass ich als der gute Nazi in die Weltgeschichte eingehe? Everything he did after he got out. Nach seiner Haftentlassung tat er alles, um seine Lügen zu stützen. Er balancierte auf einem Drahtseil und fiel kaum runter. Je mehr man weiß, desto düsterer wird das Bild. Und dann denkt man ab und an, es darf nicht wahr sein, dass dieser Mensch so gut davongekommen ist.